Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zu einer weiteren Folge. Magst du Hardcore? Ja. Letzte Folge waren wir am Nether, wir sind nur eben rausgegangen, weil er hat eine gute Idee, kann der Leon aber sagen. Ja, und zwar wollten wir uns in dieser Folge darauf konzentrieren, uns im Nether eine Festung zu suchen, vorher die Koordinaten abspeichern, wo wir offscreen sehr gesucht haben, und dann werden wir uns nach einem Dungeon, einem Wither-Skelett-Dungeon Ausschau halten, nach ein paar Lohn und versuchen, ein paar gute Bücher und Diamanten aus Loot-Chests aus den Festungen zu holen. Genau. Und Leon meinte, irgendwo war voll mit Schnee. Ich glaube, acht Leute drin, es ist voll mit Schnee. Es regnet gerade, kann man schlafen? Nee, es wird nicht als Nacht gewertet. Übrigens, Leute, schaut mal hier im Chat. Leon hat sich jetzt einen neuen Namen gemacht und neuen Skin. Leon ist dope. Früher bekannt als Leon of Astral. Da hat das eine... Oh Leute, ich hab deine Spiel-ID eingeblendet. Cool. Das kann man, warte. Kannst du es auch? Geh mal auf meinen Namen drauf, auf Tab. Also nicht auf Tab, sondern auf T. Nee, geht bei mir nicht. Okay. Ich kann... Moment mal. Mike, warte. Doch, ich kann das bei mir machen. Hier ist meine ID, Leute. LOL! Okay, cool. Geil! Also Leute, erstens haben wir so ein paar Fehler behoben und ich habe jetzt auch endlich Thumbnails in den ganzen Folgen nachgemacht. Jetzt, wo ich das gerade aufnehme, habe ich von 14, 15 und 16 noch nicht gemacht. Das wird aber noch nachholen. Und auf dem Thumbnail ist nämlich ein neuer Skin. Leon, zieh dich mal eben aus mit deiner Rüstung. Wir wollen einen neuen Skin sehen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Mehr detailreich, nur sein Gesicht ist so mehr anständig. Und das bist du nicht, Leon. Das bist du nicht. Au, du hast doch voll Schaden. Hey, das ist Schattens 3 gerade. Und wir haben nicht genug Sachen dabei, glaube ich. Also ich habe nur 44 Fackeln. Ich hätte müsste noch ein paar. Sollen wir schon reingehen? Na nicht, Es ruckelt ein bisschen bei mir. Ich wollte noch kurz was verzaubern. Schau ab jetzt auf die Zeit um 20:30. Machen wir die Aufnahme beenden. Ich. Lack of the Sea. Sollen wir Lack of the Sea auf dem Buch machen? Oh, ein Huhn ist geflüchtet. Cool. Ist es ein Erwachsenes, dann tötet. Aber dafür habe ich ein Baby erzeugt. Okay, ich töte es. Aber mit dem Zerschnitzler, denn der verbrennt ja. Bam. Gibst du mir ein wenig, obwohl nee, ich habe genug. Es ruckelt ein bisschen, dann, Leute, ich weiß. Hat auch letzte Folge einmal also so richtig stark geruckelt. Mike, was wir benötigen, hast du 5 Eisen? 2 Eisen habe ich, nur Eisenbarren. Aber ich glaube, in der Truhe ist noch was. Ich habe nur eins. Also okay, Leute, dann gibt es kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mir nicht Eisen gefarmt habe. Ja, und ein bisschen Kohle. Dann sehen wir gleich wieder. So, da sind wir dann noch. Ja. Mit einer schönen Synchronen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon in Never. Nein, wir verbraten jetzt erstmal das Eisen. Ach, stimmt, stimmt. Wir brauchen nämlich einiges an Eisen. Ja, Leon hat nämlich gesagt, man kann da glitchen mit Cauldron und Wasser. Das ist kein Glitch, das ist eigentlich so gemacht. Es ist die einzige Methode, sich im Nether zu löschen, was viele Leute aus Varro 4 kennen. Ja. Dafür brauchen wir... Ich mach 5... Hier, Leon, ich gebe dir mal 2 Eisen, was ich noch habe. Da kann ich den Cauldron machen. Ich habe nur noch einen Lapis Lazuli im Inventar. Wie viel hast du noch? Hä? Es gibt Eisen-Nuggets. Ja, ich weiß aber nicht, was sie bringen. Okay, ich hab den Cauldron. Oh Gott. Meine Schuhe gehen langsam kaputt. Und du hast hier in der Truhe noch eine. Soll ich die benutzen? Welche Truhe? Hier ist nämlich noch eine. Die ist voll. Und meine Schuhe sind nur noch ganz wenig Haltbarkeit. Du kannst sie verzaubern und dann mit dem Amboss machen. Meine haben auch nicht mehr. Ja, aber ich habe nur noch ein Lapis Lazuli. Das ist das Problem. Ja, so 2 weitere könntest du auf Level 3. Ah, nice, danke. Falls wir meine kaputt gehen, kann ich sie sofort ersetzen. Wir brauchen sehr viel Wassereimer. Mhm. Du kannst mir auch noch einen Helm machen, weil ich habe keinen. Ne? Das machen wir später, weil ich glaube, Cauldrons sind jetzt und Eimer sind erstmal wichtiger, wenn wir auf Expeditionskurs auf im Nether sind. Gut, zack. Was? Federfall 3! Auf was? Schuhe! Ja, ich meine, welches Level? 3! Federfall 3 für 3 Lapis und 3 Erfahrungen. 13. Wie 13? Meinst du das jetzt? Warte, ich komme mal zu dir.
Digga, Federfall 3. Kannst du das machen? Ja, soll ich machen? Mach mal. Okay. Federfall 3 auf meine Eisenstiefel. Dann gib mir mal die Schuhe her. Gib mir mal die Schuhe. Oh nein, nein. Gib her. Warte. Schau dir die mal an, die sind heftig. Die sind heftig. Und meine haben nur Schutz. Oh, was hast du drauf gemacht? Schutz 2. Oh, ultimative Schuhe. Zieh ich dann gleich an, wenn meine kaputt gehen. Okay, ich hab jetzt gleich genug. Du könntest ein Stückchen lauter reden, aber nicht zu viel. Okay. So, das heißt, das haben wir. Das hat sich nicht geändert. Ich hab hier einmal. Ich hab Schuhe gemacht, kein Helm. Bra. Ist das dein Ernst? Digga, was hast du mit deinen Yeezys, Alter? Ich tue die Eisenschuhe dann wieder unten. Ich nehme die ganze Kohle mit, weil die ist wichtig. Ja, ich tue die Eisenschuhe bitte jetzt drin lassen. Ja, genau, ja. Okay, ich habe... Wie viele Wassereimer hast du? Einen. Okay, ich kann jetzt 4 weitere... Das ist mein Lava-Eimer. Ich weiß, das wird jetzt gerade... Der Anfang wird ziemlich lang. Dafür entschuldige ich mich. Aber dafür werden wir auch ein bisschen schneller machen im Never. Und Leon, vielleicht hast du es schon gesehen, wir haben schon 2 Strikes. Und beim dritten, nach dem dritten Strike, müssen wir uns was ganz, ganz Fieses und Schlimmes ausdenken. Zum Beispiel Inventar, Loose oder sowas. Also wir dürfen nicht mehr cheaten, sonst haben wir den dritten Strike. Okay, dann ab in Meter. Du gehst vor, ich hab Angst. Wir sind eh safe, oder? Waren wir safe? Sind wir safe? Ja, du kannst nach vorne gehen, wenn du von dort reingehst. Okay, rein. Wow, es geht los! Da bist du. Schon Gas, schon Gas! Okay, warte, ich gehe davon weg. Weg vom Metaportal. Ja. Nee, ich hab Feuerzeug dabei. Hab immer dabei. Boah, irgendwie... Oh Leute, ist ja... Was passiert? Gott, Mike. Hey, er ist bei mir nicht. Doch da. Geh vom Metaportal weg, der kann das ausschießen. Ich weiß, aber ich hab Feuerzeug. Ich auch, aber es hält mich fast, ne? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Bei mir ist es nämlich irgendwie so ganz dunkel geworden hier. Kommst du? Ich setz Fackeln hin. Achtung! Er schießt auf dich! Wo ist der? Boah, fuck. Ich wäre ja fast runtergefallen, weil es hier laggt. Hier drinnen. Ich sehe ihn. Ich habe keine Pfeile mitgenommen. Ich habe die in die Kiste getan. Ich habe 25. Ich gebe dir die Hälfte hier. 13. Danke. Wo ist der? Da unten. Wo? Ah, da. Geil. Sollen wir da runtergehen? Ja. Man muss jetzt ganz aufpassen. Ich werde jetzt auch nicht mehr rennen. Warum hast du kein Essen? Doch. Ach stimmt, ich muss essen. Habe ich ganz vergessen. Mit Federfall 3 solltest du das eigentlich easy überleben. Alter, wir haben hier keine Treppe richtig. Soll ich runterspringen einfach von hier? Ich bin auch runtergesprungen. Boah, Alter, verliert man da viel Leben. Hä, wie viel Leben hast du verloren? Digga, wo bist du? Ich sehe gar nichts mehr. Warte, ich komme sofort. Ich baue gerade noch. Ich höre wieder einen Gast. Pass auf, wo du hinläufst. Da soll ich über unsere Brücke, die Steinbrücke. Also unten bin ich jetzt. Ich bin auch unten. Warte, ich komme jetzt hoch. Da bist du. Warte, ich komme zu dir. Ich höre einen Gast wieder. Ich höre keinen. Ich meine Minecraft-Sounds richtig? Und Musikgeräusche? 20. Falls du brennst, sag Bescheid, ne? Ich hab den Cauldron dabei. Geil. Oh Gott! Hast du ihn geschlagen? Nein. Das hier sollten wir nicht abbauen, Mike. Darunter ist direkt der Lavasee. Ja, gut. Solange du es wieder zugebaut hast, sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ach, gehen wir jetzt doch da lang? Ja. Achso, hast du die Cordies abgespeichert? Oh nein. Da müssen wir einfach den Weg da auf. Okay, warte, ich mach jetzt eben. Zack. Screeny gemacht. Das ist gut. Und zur Not schickst du mir dann die Aufnahme, dann schauen wir nach. Ne? Ja. Fuck, ich hab hier richtig Angst. Ich setz trotzdem Fackeln ja anstatt Feuer. Weil Feuer, das ist hier so natürlich. Und Fackeln, da weiß man sofort, da sind wir gegangen. Wo bist du? Bist du hochgegangen? Ich bin hoch, ja. Hier oben. Sollen wir es nicht mitnehmen? Ich hab Schaufel dabei. Was hast du dabei? Schaufel, sollen wir das mitnehmen? Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Nimm mal 6 mit.
Für Netabarzen. Habe ich. Super. Ich will jetzt echt nicht sterben, weil das Projekt soll noch nicht enden. Da habe ich echt noch keinen Bock drauf. Folgst du mir? Selbst wenn wir uns jetzt verirren, ich habe jetzt einen Cordis gemacht. Hä? What the fuck? Und dann können wir uns da einfach hinbewegen. Ich habe gerade für eine Sekunde gebrannt. Hä, lol, alles klar. Bug ist da. Und was ist das denn? Lol, wie das aussieht. Das ist normal im Nether. Okay. Denk am Bau niemals unter dir ab. Ja, ja. Wäre mir eben fast zum Verhängnis geworden. Das haben wir noch gesehen, was passiert ist bei Stegi Varo. Welches Varo? Eins. Ich weiß. Was hast du gesagt? Ich wollte dich testen. Hab all unsere Kohle verbraucht. Geil, ne? Du Spacke. Naja, bin schon ein kleiner. Ja, renn halt noch 10 Meter vor. Ist doch nicht so schlimm. Ihr solltet ein bisschen mehr weiteren Abstand. Also stimmt, Abstand. Hier waren wir ja schon. Hier war ich schon einmal. Da warst du schon hier? Wow. Ja. Okay. Ja, ich muss gleich dann auch schon die Folge beenden. Nein. Du? Das ist gleich soweit, Leute. Wir brauchen aber auch nur einmal zum Dungeon Win gehen, würde ich sagen. Weil jetzt noch mal zum Dungeon zu gehen, das lohnt sich eigentlich richtig. Ja, dann machen wir einen Weg dorthin dann beim nächsten Mal. Weil wenn wir den Wither Skelett Spawner finden. Pass auf! Niemanden schlagen, sonst sind wir sofort down. Also ist richtig. Ja gut, wie. Hey, wieso geht hier kein Autotext? Weil es 1.11 ist, Leute. Stimmt, ich habe gar kein Lobby mit drin. Was ist das denn jetzt? Mike, weißt du was? Ja. Was ist? Ich habe eine Enderperle geworfen. Ich gehe gleich weg. Hast du nicht? Das hast du nicht. Habe ich auch nicht. Du hättest die Enderperle aber sonst sehen müssen. Ja, meine ich. Ich gehe mal in die Richtung, ohne dich. Erstmal. In welche Richtung bist du gegangen? Alter, wie viel Quatsch. Hier, ich springe, hier, du schaust mich sogar an. Ja, ich war gerade im Inventory. Ja. Was ist das da hinten? Wo? Ach so, ich dachte, das wäre eine Netherfestung. Ich hoffe, wir finden eine noch. Da werden wir den Anfang in diesem Part und den nächsten Part dann auch schaffen. Ansonsten... Ey, Mike, call du... Fuck, ich höre Gas! Da ist da hinten. Ich geh drauf, geh weg. Ich habe die bessere Rüstung. Ich kann ihn nicht sehen. Ja, du hast gute Rüstung. Fuck. Wow, der hat auf. Haben. Geil. Mal schauen, ob der was gedroppt hat für Regenerationstränke. Doch, die Fackeln sollte man eigentlich gut erkennen. Leon, die ist über Lava, da traue ich mich nicht runtergehen. Ich hab eine Gasträne. Nice. Super. Das ist jetzt unsere dritte. Ja. Ich mir noch meinen Pfeil. Gasspawner sind aber auch richtig scheiße. Die sehen so richtig komisch aus. Die gibt es aber auch nur an der obersten Ebene von Meta. Ja. Ich habe wieder ein Gas. Nee, es gibt ja einen Enderperlen-Bug im Meta. Ja, und ich bin hier ganz alleine. Und habe Angst. Okay, ich bin gleich Level 30. Wir bräuchten noch ein paar Bücher. Da bist du. Soll ich hier einfach oben warten? Ne? Komm mal. Okay, ich gehe mir nicht vor. Ach so, soll ich kommen? Runter? Ja. Komm mal her, komm mal mit. Wie kann man? Okay, ich renne einfach. Ich renne einfach zu dir. Hier muss man aufpassen. Ja. Okay, wo bin ich jetzt? Einfach weiter geradeaus. Einfach weiter geradeaus, Mike. Lol. Ja. Lol, ich habe gerade die totale Orientierung verloren. Da bist du da. Ich würde sagen, wir gehen. Ich würde sagen, nicht rennen. Weil ich hoffe, man hört nicht meinen PC, weil der macht gerade harte Zeiten durch. Das hört sich zumindest so an. Hab nur noch einen Stack Fackeln. Alles klar, Leon. Sind wir echt runter? Ja. Wir müssen alles erkunden. Mike, wonach sieht das aus? Komm, ich komme. Wonach sieht das aus? Was? Ich sehe es gerade nicht. Welches? Was? Das da vorne. Da, wo der Seelensand ist.
Leute, ich glaube, wir haben einen speziellen Seelensandort gefunden. Aber das ist nur so random generiert. Das kann ich nicht glauben, dass es echt ist. Also, dass es jetzt echt gewollt ist. Ja, das wär's ja schon. Leute, wir haben so ein Seed genutzt. Ach, Leon! Hier ist einfach so Glowstone direkt am Boden. Wir brauchen mehr Glowstone. Wir haben, ich hab gesehen, du hast ein bisschen was abgebaut. Ich habe richtig viel. Ich beschütze dich, falls Lohn kommen, weil die sind immer in der Nähe von Glowstone. Mike, im Nether ist überall Glowstone, du. Ah, Gott. Ich helfe dir ein bisschen mit. Ja, wir haben, ich sollte jetzt 2 Stacks dann zu Hause haben. Ja, das ist gut. Okay, komm weiter. Welche Tränke kann man nochmal damit machen? Ich glaube, irgendwelche guten. Nee, mit dem Dings kann, mit Glowstone kann man die, glaube ich, verlängern oder hochstufen. Bin ich mir nicht sicher. Nee, Redstone war verlängern. Ich glaube, Glowstone war hochstufen. Ich bin nicht so der Spezialist, was das angeht. Oh, Leon, hier ist es richtig lahm. Und es ist spooky. Hier war ich aber auch einmal schon mal. Spooky. Weiß ich. Hier war ich auf jeden Fall einmal schon. In der vorletzten oder letzten Folge war ich schon mal. Warte, ich komm zurück. Eigentlich ganz gechillt mal hier ein wenig durch den Nether zu laufen. Ich sehe dich echt nicht mehr. Da. Ich sehe dich. Ich hasse die Hölle, wenn die so riesengroß ist. Hölle ist immer riesengroß. Ich glaube, ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, ob der Nether eine Begrenzung hat? Gast. Wo? Ach übrigens Leute, ich sag ja immer Nether, obwohl das manche Leute auch never dazu sagen oder einfach nur Hölle. Ich sag einfach alles dazu, einfach wie es mir passt. Okay Leute, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Nee, komm, machst du noch ein bisschen suchen und den Gas killen, weil der fuckt mich gerade schon ab. Und so möchte ich keine Folge. Oh Gott, ist das ein großer Lavasee. Und da unten sind voll viele Magma Cubes. Können wir vielleicht auch noch mit. Oh, schießt der? Ist doch niemand. Das da hinten sieht schon komisch aus. Also das sieht jetzt ich höre einen Slime ganz in der Nähe von mir. Was denn? Ich höre ihn. Ich sehe ihn da hinten. Also es ist wahrscheinlich nicht der, den du da meinst. Bist du. Komm mal her. Dort vorne. Leute, was ist denn das da? Das ist ein Magma Slime. Das sieht ja alles so komisch aus. Wie ist unsere Hölle denn generiert worden? Sehr strange. Sollen wir da vielleicht lang gehen oder so? Ich schau mich mal hier ein bisschen um. Es war sehr dunkel, Leute, ich weiß. Dein Komm ist her. Ich trau mich nicht, hier ist so viel Lava. Wenn wir einmal brennen, dann brauche ich dich sofort. Ja, deshalb bleib bei mir. Ich fände es gut, wenn wir das vielleicht stopfen würden, aber das würde zu viel Zeit dauern und alles. Ja, vor allem wir müssten nur mal in die Decke dann. Gut, dann würde ich sagen, sollen wir uns dann hier einbauen nehmen, weil ich komme zu dir hoch. Oh, ich sehe gar nichts. Es ist, wahrscheinlich sehe ich nichts, weil bei mir so hell ist hier drin. Aber es ist schon ziemlich strange. So, dann würde ich sagen, Leon baut uns hier eben ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, diese Folge haben wir nicht sehr viel geschafft. Lava. Renn! Wie gesagt, diese Folge haben wir nicht sehr viel geschafft. Leider. Nächste Folge werden wir dann weiter nach den Dings suchen. Die Folge war echt blöd irgendwie. Tja, ist halt langweilig, aber das hat man so ein Let's Play halt an sich. Tja, ne? Und würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Lasst ein Like da. Hau rein. Ciao. Und tschüss.